Ja, lange haben wir gewartet, ne? 2 Jahre sind es geworden am Ende, bis das K1 dann auf dem Markt war. Wir können froh sein, dass es überhaupt da ist. Die ganze Chip-Problematik hat K-Roboter da genauso getroffen wie alle anderen. Hat auch seine Vorzüge gehabt, kommen wir dann gleich nochmal dazu, wenn wir auf die Hardware vom Gerät eingehen. Also es war eine sehr, sehr lange Wartezeit, auch für uns, die es hier vertreiben. Natürlich schwierig, wenn immer wieder die Nachfragen kommen, aber jetzt ist es da. Und es wird auch in ausreichender Menge in Kürze verfügbar sein. Es liegt vor uns, das K1, die ganzen Einzelteile, das schauen wir uns jetzt alles gleich in Ruhe an. Gucken dann mal, was wie woran kommt, wie es funktioniert, was ihr braucht oder nicht braucht, welche unterschiedlichen Varianten es gibt. Das gucken wir uns dann alles zusammen an. Wir sind als Firma für Experts seit Anfang diesen Jahres autorisierter Importeur für komplett Europa für K-Roboter und rollen dementsprechend auch die Updates für den Tacho und dann später natürlich auch für das K1 aus. K-Roboter selber tut das nicht, weil das für sie in den 80 Sprachen, denen sie das machen müssten, den Support zu leisten, nicht möglich ist. Das heißt, wenn irgendwelche Updates notwendig sind, bekommt er die von uns. War beim Tacho jetzt auch schon so. Und das geht auch sehr kurzfristig. Also wir haben dann super Support von K-Roboter, das klappt hervorragend. Ich muss aber dazu sagen, weil ich das jetzt nochmal explizit erwähnen muss, wenn die Geräte direkt bei K-Roboter gekauft sind, haben die abweichende Softwarestände und werden auch von uns nicht geupdatet. Genau. Ja, dann gucken wir es uns an, ne? Deswegen habt ihr ja reingeschaltet. Da ist es, K-Roboter K1. Man sieht es jetzt von vorn, kennt man von Android-Radios, die es schon vorher gab. Wir haben hier die Lüftungseinlässe, so wie es im Original auch ist. Und das Gerät selber mit dem 9-Zoll-Bildschirm, der leicht versenkt angebracht ist. Unten haben wir Hardkeys, ganz wichtig. Ist halt von der Bedienung halt einfach sicherer und einfach schneller, wenn man jetzt während der Fahrt irgendwas machen will. Das schauen wir uns dann im Auto an, wie das da dann sich darstellt, wenn wir es dann bedienen. Coole Sache. Man sieht es jetzt aus dem Profil, das Gerät ist sehr flach, also es baut nicht so weit nach hinten, nimmt wenig Platz weg. Wir haben dadurch natürlich auch eine super Kühlung, dass die nicht so warm werden. Wir haben hier verbaut einen 8-Kern-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB ROM, also ausreichende Hardware-Spezifikationen, die einen flüssigen Betrieb möglich machen und auch einen Betrieb von mehreren Apps gleichzeitig. Und auch man sieht das hier ganz gut, die Clips, die dazugehören, werden mitgeliefert. Ja, muss man also nicht die Originalen runterpopeln oder wenn mal irgendwo einer fehlt, dann habt ihr hier alles dran, um es direkt einzubauen. Die Anschlüsse sieht man sauber gelöst, kein Chaos, keine raushängenden Kabel oder irgendwas, was da jetzt stören würde. Zu den Anschlüssen und zu den mitgelieferten Teilen kommen wir dann noch, gucken wir uns dann noch an. Ein Riesenthema bei dem Ganzen war die Frage, man sieht das hier, wir haben hier einen breiteren Rand, der als Abdeckung dient, und zwar gibt es diese Originalblende von Jeep und diese muss hier entlang des alten Teils einmal abgeschnitten werden. Jetzt ist es so, dass das K-Roboter so weit überlappt an der Stelle, dass es hier nicht auf Millimeterarbeit ankommt. Da kann ich jedem die Angst nehmen. Es muss hier einmal abgetrennt werden, dann wird der Tachoteil wieder aufgesetzt und das K-Roboter sitzt dann, wie man es auf den Fotos bei uns auf der Homepage sehen kann, über der Verkleidung. Da sieht man auch nichts von, ne? Ist also kein Drama. Man sieht das auch, also diese Tachoverkleidung und Radioverkleidung ist jetzt hier keine Raketentechnik, ne? Wenn da irgendwas ist, kriegt man auch mal einen Ersatz problemlos, aber das ist notwendig. Wir hatten versucht, eine fertige Blende mitzuliefern. Das ist aus Kostenerwägungen nicht sinnvoll. Die kostet dann genauso viel wie eine neue, komplette von Jeep. Deswegen die Anpassung dürft ihr selber vornehmen oder wenn ihr es bei uns einbauen lasst, machen wir es halt für euch. Es ist das Abdeckfach dabei. Was dabei wichtig ist, was viele gefragt haben, ja, es hat die gleichen Abmessungen wie das Originale. Das heißt, es passt weiterhin dieses Gummi-Inlay rein und auch Handyhalter und diverses Zubehör. Was für diese Schalen verkauft wird und bei euch jetzt verbaut ist, könnt ihr weiter nutzen. Ja, es funktioniert, ich habe selber einen Handyhalter drin. Das seht ihr dann noch. Funktioniert hervorragend. Das Teil ist zweiteilig aufgebaut, sprich Ablagefach rein und K1 obendrauf. Ziemlich unproblematisch. Sehen wir dann im Fahrzeug, wie es dann verbaut ist. Sieht auch ansprechend aus und erfüllt seinen Zweck.
Geliefert wird es K1 in zwei verschiedenen Varianten. Einmal mit werkseitig verbauter Endstufe und einmal ohne. Es ist bei uns auf der Homepage erklärt, wie man das erkennt. Einfach zusammengefasst, wenn ihr einen Subwoofer im Kofferraum habt, entweder rechts an der Seite oder im Boden, dann habt ihr immer eine werkseitige Endstufe. Ihr könnt es auch sehen, wenn ihr unter die Lenkradverkleidung schaut, sieht man die Endstufe, wenn sie verbaut ist. Als Anhaltspunkt kann man sagen, Sahara und Rubicon hatten immer dieses Soundsystem. Es gibt nur wenige Sportmodelle, die es nicht hatten, weil es nicht mitbestellt worden ist. Also es ist eigentlich relativ simpel, das rauszufinden. Wichtig ist, ihr müsst die richtige Variante bestellen, weil ansonsten, wenn ihr das Digital-Soundsystem habt, das nicht entsprechend funktioniert. Die Probleme gab es ja schon bei allen möglichen Zubehörradios, dass dann aufwendige Adapterkabelbäume notwendig waren. Wir haben ja früher fürs Seiken die Kabelbäume gefertigt, damit die ansprechend funktionieren. Das ist hier alles nicht erforderlich. Wir kriegen dieses Teil Plug and Play eingebaut und es funktioniert. Und das war ja auch das Ziel. Genau. Dann schauen wir uns als nächstes die Anschlussmöglichkeiten an. Ja, da liegt es, so wie es aus dem Karton fällt, ne, mit den ganzen Einzelteilen, das schauen wir uns jetzt an. Mit der am häufigsten gestellten Frage fangen wir an, dann ist die Ungeduld am geringsten. Und zwar die Rückfahrkamera, Batman genannt, wegen der netten Öhrchen. Die Idee von Carobotter ist, dass ihr das oben ans Hardtop setzt. Ist eine ungewöhnliche Kameraposition mit seinen Vor- und Nachteilen. Für unser Fahrzeug zum Beispiel war es keine Option. Ihr könnt die Kamera hier aus dem Gehäuse entnehmen. Dann ist die wie jede andere Rückfahrkamera klein und viereckig und könnt die an den bei euch vorhandenen Halter befestigen und dort weiter nutzen, im Ersatzrad zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Was dabei ganz wichtig ist, diese Kameras sind digital. Das sehen wir dann noch später im Fahrzeug. Das bedeutet, ihr könnt dort hinterher an dem Kamerabild Einstellungen vornehmen. Sie sind von der Qualität her hervorragend. Heißt im Umkehrschluss aber, wenn ihr analoge Kameras verbaut habt, wie fast alle, sprich zum Beispiel mit Chin-Stecker, könnt ihr die nicht am K1 anschließen. Ausdrücklich, es geht nicht. Ihr müsst die Kamera mitnehmen, die wird auch bei jedem Gerät mitgeliefert, die Rückfahrkamera. Ihr müsstet halt dann nur einmal das Rückfahrkamerakabel, was hier dabei ist, einmal neu verlegen zu eurem Halter und dann ist gut. Wichtig ist es deshalb auch, weil wenn ihr eine Frontkamera habt, gilt das Gleiche. Also die vorhandene Frontkamera wird nicht am K1 funktionieren und das Kamerakabel, was wir hier sehen, hat, wenn ihr das Gerät mit Rückfahrkamera bestellt, einen Anschluss und wenn ihr es mit Frontkamera bestellt, bekommt ihr hier ein anderes Kabel. Heißt, wenn ihr eine Frontkamera wollt, bestellt es bitte mit Frontkamera, dass die gleich dabei ist und ihr den passenden Kabelbaum habt. Man sieht es auch, hier ist kein Chin-Stecker dran, sondern das ist ein vierpoliger Stecker, also der Anschluss ist nicht möglich. Dann haben wir das Kabel, das eigentliche Herzstück, das ist hier dieser CAN-Bus-Decoder, der Lenkradfernbedienung und die ganzen Funktionen überträgt. Wie wir vorhin schon gesagt haben, gibt es das K1 in zwei Varianten, mit und ohne Endstufe. Das bedeutet auch, dass diese Geräte nicht getauscht werden können von einem Auto ohne oder mit Endstufe, sondern die sind für dieses Fahrzeug entsprechend fertig ausgeliefert und geben das Signal passend aus. Ist auch sehr überschaubar. Schöne Plug-and-Play-Geschichte, nicht dramatisch. Genau. Dann wird mitgeliefert eine GPS-Antenne. Über deren Schönheit kann man streiten, die sehen alle gleich aus. Wenn ihr werkseitig ein Navigationssystem hattet, habt ihr im Jeep auch eine GPS-Antenne und könnt bei uns auf der Homepage ein Adapterkabel mitbestellen, dieses, um die GPS-Antenne, die werkseitige, direkt am K1 anzuschließen. Dann braucht ihr das Ding nicht und habt eine Sache weniger. Das ist eine angenehme Sache, vor allem weil die Originalantenne gar nicht so schlecht ist und auch einen super Empfang bietet. Auch eine häufig gestellte Frage zum Thema Internet. Das Gerät hat natürlich WLAN, Bluetooth, diese ganzen Konnektivitäten. Der entscheidende Punkt ist aber, es hat hier ein 4G-Modul. Das wird angesteckt am Radio, hat hier eine kleine Klappe und da kommt hier eine Micro-SIM rein. Das ist diese mittlere Größe, die man rausbrechen kann. Und habt damit eine unabhängige Internetverbindung von irgendeinem WLAN-Hotspot. Ihr müsst keinen Handy-Hotspot machen. Das Gerät hat selber Internet und auch die Telefonfunktion wäre möglich, wenn ihr das wollt, ohne dass ihr euer Handy koppelt. Könnt also direkt angerufen werden.
Dann haben wir zwei USB-Anschlüsse. Einmal ganz normal, wird angesteckt. Den habt ihr alle. Und dann gibt es einen zweiten USB-Anschluss. Und das ist der hier. Der sieht ein bisschen anders aus. Der Grund ist, dass ihr hinter eurem Originalradio einen USB-Anschluss habt, der zur Mittelarmlehne führt. Und dieser Stecker, der dort vorhanden ist, wird hier eingesteckt und dort am Radio angesteckt. Und dann nutzt ihr als zweiten USB-Port den, der im Jeep vorhanden ist, in der Mittelarmlehne. Das heißt, ihr müsst euch nicht irgendwelche Kabel irgendwo hinwerfen, sondern ihr habt immer einen leicht zugänglichen USB-Port, der schon immer da war, den ihr einfach weiter nutzen könnt. Dann haben wir die 4G-Antenne. Das ist eine Sache, die wir brauchen. Wir müssen ja irgendwie die 4G-Internet ins Auto kriegen, also Handy empfangen. Wo ihr die Antenne verbaut, ist euch überlassen. Wir haben sie oben rechts jetzt in der Scheibe drin, damit wir einen vernünftigen Empfang haben. Funktioniert hervorragend, also ich habe kaum Verbindungsabbrüche, selbst hier, wo wir ein recht schlechtes Handynetz haben. Aber die Antenne müsst ihr anschließen, ist alles fertig, kein Drama. Dann bieten wir euch die Möglichkeit, DAB zu nutzen, also digitalen Radioempfang. Nachdem das ein Android-Gerät ist, ist das relativ einfach. Es gibt so einen DAB-USB-Stick, der wird angesteckt an einem der beiden USB-Ports, vorzugsweise an dem, der nicht in der Mittelarmlehne ist, dann braucht ihr auch nicht irgendwo hinlegen, sondern lasst das Ding hinterm Radio. Und um zu vermeiden, dass wir uns so eine hübsche Scheibenklebeantenne in die Windschutzscheibe pappen müssen, liefern wir euch einen DAB-Antennensplitter mit. Den könnt ihr einfach anschließen und nutzt dann eure vorhandene Fahrzeugantenne rechts am Jeep, auch für den DAB-Empfang. Das ist also eine saubere Lösung. Ihr bekommt das alles fertig mitgeschickt. Das ist Plug-and-Play, anschließend mit einer Anleitung. Ziemlich einfach, App runterladen und dann DAB hören, weil UKW ist ja nun inzwischen nicht mehr ganz Stand der Technik. Ist verbaut, funktioniert, aber die Zusatzoption DAB kann ich euch ans Herz legen. Das ist eine super schöne Sache, ist auch von der Qualität wesentlich besser. Genau. Es ist dann noch dabei ein Adapterkabel, um die Original-Fahrzeugantenne anzuschließen. Nichts Dramatisches. Wenn ihr den DAB-Splitter habt, braucht es sowieso nicht. Ist dann auch erledigt. Ansonsten gibt es nicht so wahnsinnig viel. Vom Einbau her ist es relativ einfach. Es ist eine Anleitung dabei, diese hier. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Wo der Anschluss ganz klar beschrieben ist, einfacher geht es nicht. Das zu den Einzelteilen. Alles sehr übersichtlich. Ist jetzt vom Einbau her auch für einen Laien möglich. Wer den Einbau bei uns wünscht, kein Problem, können wir machen. Termin ausmachen und dann verbauen wir es euch. Ja, dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema, weil die E-Mails sich übereinander stapelten, was das angeht. Und zwar Apple CarPlay. 100.000 Mal gefragt worden. Es ist eine Apple CarPlay-Schnittstelle in dem Gerät vorinstalliert, die aktuell die Funktion noch nicht so verrichtet, wie wir uns das vorstellen. Es wird daran gearbeitet. Es liegt auch mal ein bisschen daran, wenn iOS-Updates kommen. Ändert Apple ab und zu was, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger. Wir haben uns jetzt für eine Lösung entschieden, die sicherstellt, dass ihr Apple CarPlay zuverlässig nutzen könnt. Und diese Lösung sieht folgendermaßen aus. Ihr könnt bei uns im Shop einen Apple CarPlay-Dongle mitbestellen. Sieht so aus. Kleiner USB-Stecker mit einem Kasten hinten dran. Und diese Box wird von dem Hersteller ständig geupdatet. Also ihr könnt, wenn irgendwas nicht geht, updaten und dann funktioniert es auch. Ihr verbindet euer iPhone per WLAN und Bluetooth mit diesem Kasten und danach könnt ihr euer Apple CarPlay nutzen ohne Kabel. Also absolut komfortabel, das heißt, man kann das Ding auch irgendwo verdeckt verbauen, wenn man das möchte. Die zweite Option ist, euer iPhone komplett zu spiegeln aufs Radio. Dazu braucht es dann diese USB-Schnittstelle, die hinten dran ist. Mit dem iPhone-Kabel verbunden könnt ihr euer iPhone dann spiegeln. Zu der Verwendung von dem Teil senden wir eine extra Anleitung mit, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Wir haben es getestet, funktioniert hervorragend, ist auch ein Bild im Shop drin. Das wird die Lösung für Apple CarPlay werden, mitbestellen und dann passt das. Nur der Hinweis dazu, auf dem K1 ist ein Android-System installiert, ein vollwertiges, das heißt, ihr könnt alle gängigen Apps nutzen. Es ist also nicht zwingend erforderlich, jetzt per CarPlay irgendwas zu machen, man kann das auch wunderbar direkt auf dem Radio.
Genau. Wenn es dazu dann noch Fragen gibt, dann einfach nochmal melden. Aber das wird die Lösung werden, die funktioniert hervorragend. Und dann haben auch die iPhone-Besitzer die Möglichkeit, CarPlay zu nutzen in zwei verschiedenen Varianten und das auch zuverlässig. Ja, das war der Überblick über den Lieferumfang. Haben wir uns alles angeschaut, die ganzen Kabel. Wie gesagt, der Einbau ist relativ einfach. Ne? Es ist alles dabei, was er braucht, selbsterklärend. Die Kunden, die jetzt nächste Woche schon eins bekommen, kurzfristig, das sind die, die schon vorbestellt haben, die bekommen nächste Woche ihre ersten Geräte ausgeliefert schon. Zu dem Thema Lieferbarkeit, es wird so sein, dass wir auf Mitte November hin eine größere Anzahl liefern können. Es ist natürlich stark abhängig davon, wie hoch die Nachfrage ist. Im Moment ist es doch sehr frequentiert, das Ganze. Wenn ihr so ein Gerät möchtet, dann bestellt es bitte vor. Ihr bekommt von mir dann eine Bestellbestätigung und sobald die Geräte lieferbar sind, informiere ich euch und wir machen dann die ganze Abwicklung. Es ist halt deswegen wichtig, weil es halt verschiedene Versionen gibt und es ist natürlich relativ schwierig zu sagen, man legt sich jetzt 200 Stück von der Sorte auf Lager, ohne zu wissen, wer jetzt was braucht. Überwiegend werden es wahrscheinlich die Geräte mit Endstufe sein, aber auch die ganzen Zusatzteile, die wir anbieten, wie der CarPlay-Dongle, wie DAB, die ganzen Geschichten, macht es uns natürlich einfacher zu wissen, okay, was wollt ihr haben und dann sicherzustellen, dass ihr es auch alles rechtzeitig bekommt. Also von daher, wie gesagt, vorbestellen könnt ihr jederzeit. Wir bekommen kurzfristig eine größere Lieferung und es ist auch sichergestellt, dass jetzt in den nächsten Monaten das Gerät problemlos verfügbar ist. Noch eine oft gestellte Frage, Kombination J-Pro und K1 ist natürlich sinnvoll, nachvollziehbarerweise, weil die zwei Geräte natürlich super zueinander passen. Wir werden für die Leute, die J-Pro und K1 bestellen wollen, zu Black Friday 2021 eine Aktion machen. Wie die aussieht, weiß ich noch nicht, überlege ich mir noch was. Wer also darauf spekuliert, wartet bis Black Friday und bestellt dann. Irgendwas lasse ich mir einfallen, ne, wenn beide Geräte bestellt werden. Eine Einzelaktion nur fürs K1 wird es nicht geben. Das Gerät wird ganz normal so weiterverkauft. Wenn jemand sagt, er bestellt beides, dann gibt es entsprechend natürlich dort einen kleinen Bonus. Ansonsten, glaube ich, haben wir alles besprochen. Wir schauen jetzt dann nochmal ins Auto, schauen uns das K1 mal in Betrieb an, was es so macht, wie es aussieht, wie es tut und was es von sich gibt. Da sehen wir uns dann gleich im Auto wieder, beziehungsweise ihr seht nur das K1 und hört mich wieder. Und dann seid ihr hoffentlich am Ende schlauer. Und wenn Fragen auftreten, die jetzt hier nicht beantwortet worden sind, dann meldet ihr euch und dann klären wir die auch noch. So, jetzt sitzen wir im Auto mit dem K1 verbaut. Man sieht jetzt hier, wie das Gerät hier drin hängt. Wir haben hier die Hardkeys. Wenn wir ein kleines Stück tiefer schauen, die Lüftungsdüsen, haben wir hier die Originalen verwendet. Gibt sie ja auch in beleuchtet. Ich habe sie selber noch nicht da gehabt. Wenn mal Gelegenheit ist, mache ich mal noch ein Foto dazu. Wie gesagt, die sehen ja auch ein bisschen anders aus. Soll aber jetzt hier nicht Hauptinhalt sein. Wenn man ein kleines bisschen oben schaut, haben wir ja vorhin über das Ablagefach gesprochen. Da ist jetzt auch die Handyhalterung wieder drin, die passt auch wunderbar. Und dann widmen wir uns dem Teil selber. Läuft jetzt schon, ist an. Gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Also die Hochfahrerei, wenn man es jetzt ohne Standby-Modus betreibt, brauchen wir es jetzt nicht angucken. Haben wir ein schönes Jeep-Logo im Standby-Betrieb. Wenn ihr die Zündung anschaltet, ist es eigentlich sofort hier im Startbildschirm. Der beinhaltet immer Uhrzeit, Datum, den Caroboter Jeep und hier auch den Shortbind für die Medien, die er gerade nutzt. Immer die Frage kommt, also dieser Jeep, der da abgebildet wird, so wie im J-Pro auch, den wird man irgendwann anpassen können mit Farben und so Geschichten. Das wird ein bisschen dauern, ist aber heute und morgen nicht vorgesehen. Dann fangen wir mit den Hardkeys an. Also wir haben hier einmal die Möglichkeit, das Display komplett schwarz zu schalten. Macht halt Sinn, wenn man jetzt nachts fährt und irgendwie ein sehr helles Bild hat oder was und man will das schnell abschalten, dann ist hier die Möglichkeit. Das Gerät läuft dann einfach weiter. Die Home-Taste, mit der wir eben auf den Homescreen kommen. Die Caroboter-Taste, um die Modi aufs J-Pro zu schieben, wenn denn eins verbaut ist. Dann natürlich hier die Mute-Taste, auch schnell erreichbar. Wenn es leise sein soll, kann man es hier leise schalten. Und wichtiger Knopf hier, dieser Shortbind fürs Navigationssystem, der ist ja drüber softwaremäßig nochmal vorhanden. Wenn ihr aber in irgendeiner App seid und sagt,
Ne? Ich muss da jetzt schnell hin, einmal einen Knopf drücken und dann seid ihr am Navi. In dem Fall ist das jetzt hier TomTom. Standardmäßig liegt Maps drauf, könnt ihr aber in Einstellungen anpassen auf die App, die ihr möchtet. Wir haben dann hier die Lautstärkeregler, auch die mit Hardware-Keys, auch für den Beifahrer gut erreichbar, macht das Bedienen natürlich wesentlich einfacher. Hier unten gehen wir es jetzt nochmal durch schnell, haben wir einmal das Radio mit ganz normalem UKW-Empfang. Ich mache jetzt mal kurz laut. Also, ne? Und ihr könnt euch hier auch oben diverse Sender hinlegen, die ihr möchtet, und dann hin und her schalten. Und auch das geht natürlich auch wunderbar übers Lenkrad zum Hin- und Herschalten, so wie man das bisher auch kannte. Genau. Als zweites haben wir hier unten Audio. Da hätten wir jetzt in dem Fall was auf dem Gerät abgelegt ist an Musik, was er abspielt. Da kann man sich dann auch hier entsprechend die Liste anzeigen lassen, was alles drauf ist als Playlist. Funktioniert ebenfalls sehr intuitiv. Eine klasse Sache. Wenn wir jetzt schauen, unten Bluetooth, klassische Bluetooth-Funktion, kann man verschiedene Handys koppeln. Sieht man jetzt auch schon, ne? Da sind jetzt zwei Telefone drin. Ich kann die hier koppeln, entkoppeln. Und ich habe hier halt die Möglichkeit, mein Zahlenfeld zu nutzen. Auch Bluetooth-Audio-Streaming kann ich entsprechend benutzen, wenn ihr jetzt Musik vom Handy aus übertragen wollt. Alles kein Problem, funktioniert wunderbar. Ihr habt eure Kontakte drin. So wie man das von jedem anderen Navigationsgerät mit Bluetooth-Schnittstelle auch kennt. Die Videofunktion, wenn denn ein Video hinterlegt ist auf dem Gerät, dann könnt ihr euch das hier entsprechend angucken. Das können Filme sein oder eben hier die aus YouTube die Geschichte runtergeladen, könnt ihr euch hier dann anschauen. Man sieht das jetzt hier, weiß nicht, wie gut das über die Kamera jetzt rüberkommt. Also das Bild ist wirklich sehr, sehr ansprechend. Das ist schön scharf, klar und auch am Tag gut zu sehen. Also das ist eine super tolle Sache. Qualitativ absolut top. Genau, die, wie gesagt, die Videofunktion, dann eben dieser Software-Shortcut zum Navi und hier das Einstellungsmenü. Das gucken wir uns jetzt kurz als nächstes an. Ganz gut. Wir haben hier oben das 4G-Symbol, also das zeigt jetzt an, dass wir halt hier über eine SIM-Karte online sind. Hat man auch schön an der Statusleiste immer einen Blick drauf, wie die Signalqualität ist. Genau. Wenn wir jetzt hier rechts auf die Einstellungen gehen, so wie besprochen, habe ich jetzt hier die ganz normalen Einstellungen, so wie man es von jedem anderen Android-Gerät kennt. Wir gehen es mal kurz von oben durch. Bei Netzwerk und so weiter eben die WLAN-Funktion ist jetzt aus, weil wir halt anders verbunden sind. Könnte man jetzt auch nutzen, um einen Hotspot zu generieren für ein anderes Gerät, was hier im Auto Internet braucht. Also auch da bietet das Gerät dann die Möglichkeit, dass er hier irgendwelche anderen Sachen mit Internet versorgt. Wenn wir aufs Mobilfunknetz gehen, dann sieht man jetzt hier, mobile Daten sind ein, Roaming ist eingeschaltet und man kann jetzt hier sehen, 4G haben wir ausgewählt. Wichtiger Punkt, hier unten erweiterte 4G LTE-Modus, da geht es darum, dass ihr praktisch per Voice-over LTE, also über Internet telefoniert. Die Funktionen unterstützen nicht alle Netze in Deutschland, deswegen würde ich empfehlen, macht das aus. Ich habe hier bei bestimmten Sendemasten das Problem, dass ich dann eben gar keinen Internetempfang mehr habe. Deswegen würde ich empfehlen, das abzuschalten, weil es für die essentiellen Funktionen nicht erforderlich ist. Wenn hier eine SIM-Karte drin ist, dann funktioniert die auch als Telefon. Gucken wir uns auch gleich noch an. Gibt es nicht viel mehr zu sagen, ist wie bei jedem anderen Handy. Wenn wir uns das jetzt angucken mit den SIM-Karten, also man sieht jetzt, es ist eine SIM-Karte drin. Wir sehen auch hier mobile Daten und SMS und eben auch Anrufe. Das heißt, die SIM-Karte, wenn sie es denn hergibt, wenn es keine reine Daten-SIM-Karte ist, macht das K1 auch direkt zu einem Telefon. Das heißt, ihr müsst nicht zwingend ein Telefon koppeln per Bluetooth. Wenn ein Telefon per Bluetooth gekoppelt wird, dann wird es auch automatisch als Anrufgerät genutzt. Das eingebaute Mikrofon empfinde ich als ausreichend, funktioniert. Ich sag mal, im Jeep per Freisprechanlage telefonieren ist je nach Bereifung und Fahrgeschwindigkeit ja sowieso immer so eine Sache. Aber das reicht völlig aus, da muss man jetzt auch kein externes Mikro noch verbauen. Und hier unten dann Flugmodus, die Geschichten wie bei jedem anderen Gerät halt auch. Wichtigster Punkt für den Anfang werden hier die Autoeinstellungen sein. Wenn wir da auf Allgemein gehen, sieht man das. Der Schlafmodus, das ist wie gesagt dieser Standby-Betrieb. Das könnte man ausschalten und dann fährt das Gerät komplett runter und spart halt, wenn er länger steht, ein bisschen Strom. An dem Startlogo zum Beispiel könnt ihr nichts ändern. Das ist PIN-geschützt, da kommt er nicht rein. Dann haben wir die Bildschirmoptionen.
einmal die Helligkeit am Tag und am Nacht und ob er automatisch umschalten soll. Also wenn ich jetzt das Licht schalte, dann dunkelt er den Bildschirm automatisch ab. Wenn ich zum Beispiel in Ländern unterwegs bin, wo ich jetzt sage, ich fahre viel mit Licht am Tag, dann kann ich es halt einfach ausschalten oder hier halt voll aufdrehen. Dann kommen wir mal zum Thema Lautstärke. Also hier könnt ihr verschiedene Lautstärken, Telefon, Navigationsdurchsagen einstellen, so wie ihr es halt wollt. Ein wichtiger Punkt ist hier die Soundeinstellungen. Jetzt sind wir in den Soundeinstellungen. Das ist vor allem für diejenigen wichtig, die das Gerät mit Endstufe ab Werk bestellt haben. Gibt es jetzt verschiedene Optionen, wie mit Bass zum Beispiel. Also so wie es ab Werk kommt, ist die Bassverstärkung schon extrem. Aber das kann jeder einstellen, wie er es am liebsten hat oder braucht. Ein Tipp noch, und zwar zu dem Thema Fader. Also ihr könnt den Ton links und rechts verschieben. Wenn ihr den Fader nach hinten verstellt, wird es leiser, bis es ganz aus ist. Also der digitale Fader ist nicht vorhanden. Wie bei ganz vielen von den digitalen Soundadaptern auch, ist das hier auch so. Wir haben ja damals für Seiken einen Kabelbaum gebaut, der den digitalen Fader unterstützt hat. Das war halt unverhältnismäßig teuer. Deswegen haben wir auch, wurde hier auch einfach darauf verzichtet, weil das einfach in keinem Verhältnis steht. Bei den Fahrzeugen die keine Endstufe haben, da würde der Fader funktionieren. Die anderen Funktionen ist was zum Spielen für euch, was man dann später machen kann. Wichtige Einstellung hier, das Thema Video. Man sieht das jetzt, also man kann die Video-Wiedergabefunktion während der Fahrt sperren. Man kann die Rückfahrlinien für die Rückfahrkamera einschalten, diese Hilfslinien. Rückfahrkamera spiegeln, also wenn das Bild praktisch auf dem links und rechts seitenverkehrt ist, was es ja meistens ist, wenn die Kamera nach hinten gerichtet ist. Dann gibt es hier die Air-Conditioner-Funktion. Das wird was sein, was noch kommt, wenn ihr an der Lüftung was verstellt, dass er das hier anzeigt. Ich finde das jetzt nicht so essentiell, dass es aktuell noch nicht implementiert ist, weil ich sag mal, der Funktionsumfang der Lüftung vom Jeep ist recht überschaubar. Das kriegt man auch ohnehin und ich brauche dann auch nicht ständig die Einblendung. Deswegen ist es bei mir jetzt ohnehin aus. Die Frontkamera, die jetzt hier auch nicht verbaut ist, da kann man dann die Zeit einstellen, die dann eingeschaltet wird, wenn man die aktiviert. Wenn wir ein Fahrzeug haben mit Frontkamera, demnächst mache ich dann nochmal einen kurzen Clip dazu und dann reiche ich den nach. Wie gesagt, das Kamerathema haben wir ja besprochen. Die ist digital und hier der Kameratyp und den könnt ihr auch nicht ändern. Der ist fest vorgelegt. Und wenn wir jetzt mal einen Rückwärtsgang einlegen, dann sehen wir das auch, warum ich sagte mit der digitalen Kamera. Also wir haben jetzt hier das Rückfahrkamerabild. Da hinten laufen schön die Kühe rum in der bayerischen Idylle. Und wenn wir nämlich jetzt auf das Kamerabild gehen, können wir hier die Einstellungen öffnen und können jetzt hier Kontrast, Helligkeit, Farbe und so weiter alles einstellen. Und das ist halt nur bei einer digitalen Kamera möglich und deswegen funktionieren die analogen Kameras nicht. Also es ist auch ein schönes Bild, gestochen scharf und über die Helligkeitseinstellungen funktioniert es auch super in der Nacht. Dann bei Navigation, wie gesagt, ist hier das Binden von der gewünschten Navigations-App möglich. Da könnt ihr euch jetzt jede App, die installiert ist, als Navigations-App draufwerfen. Je nachdem, was euch gerade das Liebste ist. Bei mir ist es halt das TomTom Go. Bluetooth kann man nochmal so rudimentäre Einstellungen vornehmen. Und die Lenkradsteuerung könnte man hier neu belegen. Das ist nicht vorgesehen. Das ist auf den Android Radios immer drauf. Hier ist es fest gebindet über den Adapter, deswegen für euch auch nicht relevant. Genau, das waren jetzt mal so dieses Einstellungsmenü. Also man sieht, es ist sehr übersichtlich. Wenn man jetzt mal hier reinschaut, bei Geräteinformationen habt ihr die Softwareinformationen, wenn da mal was gebraucht wird. Also alles in allem sehr übersichtlich. Wenn wir dann nochmal weiter runter gehen, also das ist jetzt alles Zeug, was man jetzt selten brauchen wird. Wichtig hier unten bei System, wenn ihr das Gerät neu bekommt. Bei Sprache und Eingabe wird es natürlich auf Englisch ausgeliefert. Da müsstet ihr halt die deutsche Sprache und die deutsche Tastatur einmal einstellen, damit ihr euch vernünftig zurechtfindet. Ist relativ einfach. Und hier bei der Uhrzeit natürlich einmal festlegen, wo er die Uhrzeit herbekommt. Bei mir bekommt er sie jetzt hier übers Handynetz. Ich habe ihm gesagt, er soll es automatisch beziehen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Zeitzone wechsle, ändert er auch die Uhrzeit alleine.
und hier unten natürlich das 24-Stunden-Format einschalten. Ganz wichtig, nicht so rum, sondern bitte hier unten manuell, dann passt das. Passiert immer falsch. So, dann haben wir die langweiligen Einstellungsoptionen mal angeschaut. Wichtigste Taste hier in der Mitte natürlich die Apps. So sieht das aus, wenn ihr es öffnet. Navi wieder der Zugriff auf die eingestellte Geschichte. Ein paar Shortcuts sind doppelt da. Hier wäre der Phone Link, also die Apple CarPlay Geschichte, die aktuell wie gesagt von der Funktion her eingeschränkt ist. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Und ich sag mal, diese erste Seite von diesen vorgestellten Sachen haben wir unten schon einen doppelten Zugriff. Es ist aktuell auch nicht vorgesehen, dass ihr diese Shortcuts hier unten ändern könnt oder auch hier die Apps hin und her schieben, der ordnet die danach nach diesen Standard-Apps alphabetisch an. Und dann sieht man hier, was praktisch ab Werk installiert war, also der Chrome-Browser natürlich, der Play Store, wo wir unsere Apps bekommen. Und das sieht man jetzt auch, funktioniert ganz normal, so wie bei jedem Android-Gerät, könnt ihr alles runterladen, müsst euch halt mit eurem Gmail-Account anmelden und dann geht das. YouTube zum Beispiel ist auch vorhanden. Da können wir auch problemlos jedes lustige Video anschauen, was uns gerade so gefällt. Ne? Überhaupt kein Problem. Was auch immer installiert ist, ist der ES-Datei-Explorer. Das ist ganz praktisch, um Dateien hin und her zu schieben. Maps natürlich. Und danach kommt dann nochmal von Google was, dann der APK-Installer, das ist ein System, was installiert ist, damit ihr Apps, die jetzt nicht im App Store verfügbar sind, manuell installieren könnt. GPS-Test ist eine ganz interessante Sache, also da könnt ihr gucken, wie eure GPS-Antenne so funktioniert. Ihr könnt die Geschwindigkeit sehen, die Höhe und so weiter. Ne? Das ist auch ab Werk drauf. Das ist die letzte App, die ab Werk drauf ist. Danach geht es dann weiter, diese AutoKit-App, das ist diese Apple CarPlay-Funktion für unseren Dongle. Und dann kann man sich halt hier, so wie wir jetzt Prime Video, Netflix und so weiter, TomTom Go installieren, die jede App, die man halt da so braucht. Und, wo wir ja vorhin von DAB gesprochen haben, wenn ihr den DAB-Stick und den Splitter und so weiter mitbestellt, dann könnt ihr theoretisch jede DAB-App nutzen, die es im Play Store gibt. Wir setzen da auf DAB-Z und wenn wir das jetzt aufmachen, dann kriegen wir hier auch die entsprechende DAB-Funktion und können dann hier auch jeden DAB-Sender nutzen, so wie es uns gerade gefällt und entsprechend über DAB-Musik hören. Ganz einfache Sache, funktioniert hervorragend und natürlich könnt ihr raustappen und es läuft weiter. Läuft dann oben in der Statusleiste mit. Hervorragende Geschichte. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sieht man das ja auch. Also wir können hier auch über dieses Shortcut-Menü umschalten. Also das ist eine super Geschichte, kann ich nur empfehlen. Einfach mitbestellen und gleich mit einbauen, dann macht das nur einmal. Genau. Ansonsten gibt es so nicht wahnsinnig viel zu sagen. Der Funktionsumfang ist ja faktisch endlos. Und von daher könnt ihr euch das dann mit Apps ausstatten und installieren, wie es euch am besten gefällt. Ansonsten, wenn es Fragen gibt oder irgendwas unklar ist, dann einfach nochmal Bescheid sagen. Wir kommen jetzt gleich nochmal dazu, zu der Kommunikation zwischen K1 und JPro und alles andere ist dann euch selbst überlassen, euch mal zu spielen. Ich finde es klasse, also es ist eine unheimliche Steigerung, so was man hier in dem Auto alles anstellen kann. Das geht ja auch bis hin zu Offroad-Navigations-Apps. Wie es zum Beispiel Covadis ist, die man hier laufen lassen kann. Das ist dann schon super. Und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Video JPro und K1. So, jetzt sitzen wir mal im Auto. Gucken uns mal das Ganze an. Also wir sehen links den JPro-Tacho, rechts ist K1, so wie wir es schon kennen. Was wir jetzt auch noch sehen ist, dass wir hier oben das Ablagefach ist faktisch erhalten. Man sieht jetzt hier die breite Blende, die nach dem Anpassen der Originalverkleidung dann ein bisschen das Ganze verdeckt. Auf der anderen Seite, man sieht es ganz gut, also es passt wunderbar. Es entstehen keine riesen Spalten.
klickst dich in die originale Verkleidung. Natürlich, ne, hier unten haben wir natürlich einen kleinen Spalt. Das lässt sich nie ganz vermeiden. Das Fach hier oben ist einzeln. Das kann man also rausnehmen. Beim Zusammenbau wichtig, zuerst das Abdeckfach einsetzen und dann ist K1, sonst baut man es nochmal auseinander. Das Ablagefach hier oben hat dieselbe Maß wie das Original. Das heißt, es lassen sich, wie man es hier sieht, auch Handyhalter und solche Sachen, die man bisher verwendet hat, auch weiter benutzen. Von der Anmutung her ist es vom Kunststoff her minimal anders als die originale Verkleidung. Man sieht das hier ein bisschen, ja, es ist nicht ganz das gleiche, sieht aber gut aus. Wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem Seikan, was früher drin war, ist es auf jeden Fall passgenauer. Also es macht einen besseren Eindruck als das Seikan bisher. Sitzt ein bisschen besser, ist aber auch von der Konstruktion her ein bisschen cleverer gelöst, weil natürlich durch den breiten Rand hier einfach bestimmte Dinge ein bisschen verschwinden. Ja, jetzt mal noch, wenn wir gerade dabei sind und hier im Fahrzeug sitzen und gerade beides sehen, also Tacho und K1, schauen wir uns an, was die beiden miteinander können. Der bekannteste Schalter wird wohl der hier sein, der K-Roboter-Knopf, wo wir jetzt die verschiedenen Fahrmodi rüber swipen können, ja, den Sandmodus zum Beispiel einstellen oder eben den Climb-Modus. Da können wir das alles durchswitchen, so wie wir lustig sind, und der Tacho wechselt das. Das ging natürlich vorher auch über die Lenkradtasten, ist halt jetzt auch so möglich. Genau. Wir können jetzt mal eins schauen, und zwar, wenn wir uns jetzt mal den Tacho angucken, dann sehen wir, dass wenn wir auf den Road-Modus gehen, uns hier jetzt auch die Höhe über 0 angezeigt wird. Das war ja bisher nicht möglich. Hat einfach den Hintergrund, dass bisher das K1 nicht drin war und deswegen keine Höheninformation da war. Was uns jetzt auch auffällt, unter dem kleinen Jeep sieht man jetzt, dass der Radiosender angezeigt wird. Also sprich, wir haben auch im Road-Modus jetzt hier die Information medienseitig, was wir gerade von Radiosender drin haben. Und wir können natürlich auch, wenn wir auf Bluetooth Audio gehen würden oder hier auf den Speicher vom Gerät zugreifen, Musiktitel und so weiter würden uns angezeigt. Und ebenso, wenn wir zum Beispiel jetzt auf Bluetooth Musik wechseln, wird man auch das sehen. Was wir uns jetzt angucken können, ist, dass wir mal die Menüs durchschalten, die bisher leider ohne Funktion waren. Und zwar haben wir da zum einen hier jetzt das Medienmenü, wo ja bisher jetzt nicht so der umfangreiche Inhalt vorhanden war. Wir sehen jetzt hier, dass wir die Frequenz vom Radio angezeigt bekommen, oder wenn wir zum Beispiel auf Medienauto gehen, wird man hier Autor, Album sehen, Restlaufzeit und so weiter. Und natürlich auch, wenn wir auf Bluetooth schalten und so Geschichten. Alles, was irgendwie möglich ist und wird hier angezeigt, wenn ihr irgendwelche Mediendateien nutzt, und seht es dann hier etwas schöner als bisher. Die zweite Funktion, die viele interessiert, ist das Navigationsmenü. Hier soll ja früher oder später mal Google Maps dargestellt werden und Navigationsanweisungen. Diese Funktion ist aktuell noch nicht gegeben. Es ist in Arbeit. Es soll auch reinkommen, absehbar über ein Update. Liegt einfach daran, die Geräte werden, so wie viele in China, gebaut und entwickelt. Und in China ist mit Google nicht so wahnsinnig viel anzufangen. Also K-Roboter möchte in Kanada das Ganze dann ergänzen. Wird noch ein bisschen dauern. Also das Navigationsmenü bleibt vorläufig weiter ohne Funktion. Wird sich dann über ein Update regeln. Wenn wir uns das jetzt anschauen, man sieht das auch. Also wir können jetzt hier ganz angenehm die Uhrzeiten einfach per GPS beziehen. Und das J-Pro und das K1 sind jetzt miteinander verbunden. Das heißt, wir haben auch diese lästige Zeiteinstellerei nicht mehr. Jede Uhrzeit, die im K1 eingestellt wird, springt auch automatisch auf das J-Pro. Und was daran auch schön zu sehen ist, was man früher nicht hatte, ist, dass wenn wir uns jetzt hier an die Uhrzeit begeben, dann sieht man auch, dass jetzt hier Datum und Uhrzeit auch stehen bleiben. Das war früher nicht so. Liegt einfach daran, dass halt das K1 permanent die aktuelle Uhrzeit und alles, was dazu gehört, rüberschickt und dementsprechend die Anzeige hier auch erhalten bleibt. Aber die lästige Zeiteinstellerei entfällt damit. Genau, die Kombination sieht
nach meinem Empfinden mega gut aus. Ne? Es ist ein stimmiges Bild. Beide Geräte funktionieren wunderbar miteinander. Wir haben ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass Caroboter, was die Updates angeht, sehr zuverlässig ist, also auch die Dinge dann schnellstmöglich nachliefert. Aber auch selbst in dem Ausbauzustand jetzt, es ist ein Highlight. Ja, dann nutzen wir die Gelegenheit nochmal, wenn wir schon so ein tolles Radio haben mit Online-Konnektivität und allem drum und dran. Haben wir mal unsere Homepage aufgemacht mit dem Shop vom K1. Dann sieht man hier die einzelnen Optionen, also mit werkseitiger Endstufe, ohne werkseitige Endstufe, wo ihr die ganzen einzelnen Dinge alle auswählen könnt, mit beleuchteten Lüftungsdüsen und ohne DAB-Empfänger, GPS-Antenne, Apple CarPlay und so weiter, und könnt das Gerät dann auch entsprechend bei uns bestellen. Wie gesagt, Lieferzeit habe ich angesprochen, ne? Die wichtig ist, dass ihr halt wirklich die Sachen auswählt, dass wir dann auch wissen, was dann mitgeschickt werden soll. Und auch das J-Pro ist selbstverständlich bei uns weiterhin bestellbar, ist auch kurzfristig lieferbar. Ich hoffe, dass wir euch mit dem Video, wir sind jetzt keine YouTube-Profis, wir haben uns Mühe gegeben, einige Infos nachreichen konnten, die jetzt im Raum standen. Wir haben jetzt in den letzten 2 Wochen auch unser Bestes gegeben, so die Anforderungen, die gestellt wurden, Apple CarPlay und so weiter, auch die Fragen dazu alle zu beantworten und euch dann wie beim J-Pro auch ein Gerät ausliefern zu können, mit dem ihr richtig Spaß haben werdet. Wir sind sehr zufrieden, ich bin absolut positiv überrascht. Das Display entspricht genau dem, was ich erwartet habe, was ich auch vom J-Pro schon gewohnt war. Ein super tolles Gerät mit einer klasse Funktion, also ich kann da wirklich nur sagen, es ist unheimlich angenehm. Und dann denke ich, sehen wir uns in Kürze mal irgendwo bei uns in der Werkstatt oder eben man hört sich oder liest sich per E-Mail oder bei eurer Bestellbestätigung. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und dann frohes, die Vorfreude ist ja die schönste, und dann wünsche ich euch viel Vorfreude auf euer K1. Dann sage ich danke und sage ciao.